Lange war sie vorhergesagt worden, jetzt gibt es zumindest erste kleine Anzeichen für eine Zinswende, vor allen Dingen in den USA. Die Notenbank, die Fed, hebt die Zinsen Schritt für Schritt an. In Europa ist man dagegen eher noch zögerlich, nicht zuletzt auch wegen der politischen Entwicklungen in Italien. Wir sind im Interviewmarathon auf dem Vermögenstag, jetzt mit Vermögensverwalter Thomas Buckert, der den weiten Weg aus Wuppertal zu uns nach München gekommen ist. Ja, Vorstand der MPF AG, Michael Pintarelli aus Wuppertal. Ich freue mich, dass Sie da sind und wir wollen das Thema Zinsen heute etwas grundsätzlicher betrachten, mal vielleicht auch so ein bisschen abgekoppelt von den aktuellen Entwicklungen. Warum steigen Zinsen eigentlich überhaupt und warum fallen sie auch mal? Gut, es gibt ja viele, die im Markt tätig sind, die kennen überhaupt gar keine steigenden Zinsen, weil wir seit Anfang der 90er Jahre sinkende Zinsen haben, bis in den Minusbereich. Und wie alles, irgendwann ist alles mal vorbei, ja, alles hat ein Ende, auch dieser Zinssenkungszyklus hat ein Ende, wobei man ja sagen muss, wir haben mittlerweile sehr gespaltene Märkte. Hier in Europa haben wir immer noch ein extrem niedriges Zinsniveau. Das hat Gründe, kommen wir sicherlich gleich noch dazu, während wir in Amerika eben schon, wie Sie gesagt haben, deutliche Zinsanhebungen gehabt haben. Das liegt auch daran, dass wir in einem sehr, sehr reifen Wirtschaftszyklus sind. Seit 2009 haben wir steigende also Bruttosozialproduktszahlen. Und da muss natürlich irgendwann mal die Notenbank darauf reagieren, weil das eben entsprechendes Inflationspotenzial birgt. Trennen wir uns mal ganz kurz von dem Grundsätzlichen. Sie haben es schon angedeutet, wir haben viel Bewegung gehabt in den letzten Wochen im Bereich der Zinsen. Vielleicht nicht in absoluten Zahlen. Wir sind immer noch bei 0, nichts in dem Bereich. Und trotzdem gab es diese erheblichen Bewegungen, nicht zuletzt wegen der Entwicklungen in Italien. Warum ist man dort so sensibel auf der Zinsseite? Ja, das zeigt ganz klar, wir haben es ja auf der Aktienseite vorher schon gesehen, dass die Sensibilität deutlich zugenommen hat. Wir hatten vorher schon einen Zinsanstieg gesehen, auch bei der 10-jährigen Bundesanleihe, der recht deutlich war. Und der hat sich dann wieder ins Gegenteil verkehrt, weil wir eben diese Diskussion um Italien haben, um diese schwierige Regierungsbildung und natürlich auch um diese sehr medienwirksamen Forderungen, die die führenden Politiker aus Italien hier an Europa gerichtet haben. Und das führt dazu, dass eben viele Anleger wieder umschichten. Das heißt eben, diese bisher sicher geglaubten Staatsanleihen in Italien, die werden verkauft und dann wird geflüchtet eben halt die Sicherheit Nummer eins, das sind deutsche Bundesanleihen, sodass sich da die Rendite deutlich wieder zurückgebildet hat. Und das hat, wenn ich das noch eben kurz dazu ausführen darf, das hat auch dazu geführt, dass natürlich gerade auch wieder geschaut wird nach den Bonitäten, dass wir auch eine Ausweitung der Spreads gesehen haben bei zum Beispiel Hochzinsanleihen. Also man schaut schon genauer hin. Für wen sind denn die sinkenden Zinsen gut, die wir da gerade sehen? Ja, die sinkenden Zinsen sind natürlich für alle die Schuldner sind, fantastisch. Wenn Sie die Staatsverschuldung sehen hier in Europa, da sind wir ja in Deutschland Musterknabe, aber wir haben viele andere Beispiele. Für die Italiener ist das natürlich Gift, was da jetzt gerade passiert, wenn plötzlich wieder 2,5 oder 3% Zins gezahlt werden müssen. Ansonsten sinkende Zinsen ist wunderbar, weil die Verschuldungsmaschinerie läuft weiter, ohne dass ich dafür große Belastungen in Kauf nehmen muss. Und im Umkehrschluss, für wen sind sinkende Zinsen schlecht? Ja, sinkende Zinsen sind natürlich schlecht für unsere Anleger, vor allen Dingen aber natürlich für diejenigen, die auf die Erträge angewiesen sind. Vor allen Dingen natürlich Stiftungen, die zum Teil Zusagen gegeben haben für entsprechende Projekte und denen jetzt die Ertragsseite fehlt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da befürchte ich, Herr Franek, dass sich das in der nächsten Zeit nicht gravierend ändern wird. Wir sehen in Amerika, wie gesagt, eine Rückkehr zur Normalität, weil wir da ja auch Zinserhöhungen gesehen haben durch die Notenbank. Wir haben, werden noch drei weitere Schritte sehen, denke ich mal, in den nächsten Monaten. Und da haben wir eben halt schon wieder einen deutlich steigenden Zins. Nur die Frage ist halt, wie lange diese starke Wirtschaft, die wir jetzt haben in Amerika und zum Teil auch in Europa, wie lange die noch so anhält und ob nicht schon irgendwann auch die ersten Vorboten einer Rezession kommen werden. Wenn Sie mir die Vorlage liefern mit Amerika, dann muss ich sie nutzen. Bleiben wir kurz in Amerika. Die 10-Jährige dort zeitweise über 3%. Jetzt wieder knapp drunter wegen der Entwicklung. Aber 3% ist mal nun mal eine Größe. Ist das schlecht für die Entwicklung am Aktienmarkt, wenn ich 3% für 10-Jährige bekomme? Also auf jeden Fall ist es nicht gut. Wobei man sagen muss, die Statistik zeigt, dass steigende Zinsen jedenfalls in den normalen Bereich nicht unbedingt schlecht für die Aktienmärkte sind, weil es auch ein Beleg ja dafür ist, dass die Wirtschaft sehr, sehr gut läuft. Und in Amerika läuft sie fantastisch. Wir haben quasi fast Vollbeschäftigung, unter 4% Arbeitslosenquote. So, und deswegen muss die Notenbank gegensteuern. Wir sehen jedenfalls eins, dass die Nervosität zugenommen hat. Wir haben
deutlich erhöhte Schwankungen. Wir haben in diesem Jahr im Januar, Februar starke Einbrüche gesehen in Amerika. Das wird uns in den nächsten Monaten weiter bevorstehen, diese Volatilität. Damit müssen wir leben. Trotzdem glaube ich, dass momentan vom Wirtschaftsszenario her, dass eben das Positive überwirkt, wiegt und wir auch durchaus in diesem Jahr noch weiter steigende Aktienkurse sehen. Nur mit mehr Schwankungen, mit mehr Stress. Abschließend noch der Blick durch die Goldbrille. Wir haben auch viele Interviews und Interviewpartner heute gehabt, die sich mit dem Thema Edelmetalle beschäftigen. Welche Abhängigkeit sehen Sie von der Zinsseite hin zum Goldpreis? Sind steigende Zinsen gut oder schlecht für den Goldpreis beispielsweise? Ja, nach Lehrmeinung natürlich schlecht, weil klar, wenn ich keine Verzinsung habe, habe ich keine Opportunitätskosten, wenn ich in Gold gehe. Wenn ich immer wieder 3 oder 4% Zins bekomme, dann ist das natürlich eine bessere Alternative als das unverzinste Gold. Auf der anderen Seite sage ich, Gold profitiert natürlich davon, wenn insgesamt die Unsicherheit steigt. Und wenn ich die aktuelle Gemengelage in der Finanzwelt sehe, mit Problemen zwischen Russland und England, mit drohendem Handelskrieg zwischen Amerika und China, mit Italien etc., dann hat Gold nach wie vor seine Existenzberechtigung. Wir sehen ja auch, dass der Goldpreis relativ stabil ist, sehr stabil ist. Und für mich ist eigentlich völlig egal, wie das Gold steht. Gold ist wie eine Crashversicherung, wie eine Risikolebensversicherung, und die muss man haben, und am besten ist, wenn man sie nie braucht. Schönes Schlusswort von Thomas Buckert, Vorstand der MPF AG aus Wuppertal. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz erfolgreichen Tag hier in München, und wir machen direkt weiter mit dem nächsten Gast hier bei uns im Interviewmarathon. Dankeschön.